Wir sind wieder bei mir in der Werkstatt. Mal gucken, was wir heute machen. Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte auf jeden Fall erstmal danken für die rege Beteiligung in meiner Facebook-Gruppe und für die vielen Abonnenten. Allen, die es neu getan haben, lasst mal ein Abo da. Glocke verlangt kein Mensch, ich verdiene damit kein Geld. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema. In diesem Video, und es wird tatsächlich nur ein Video, dafür wahrscheinlich ein wenig länger, geht es zum Beispiel um diesen Tisch. Und zwar ist das eine Grundkonstruktion, eine Unterkonstruktion für einen Laser. Der Laser wird eine Größe haben von 1,20 m x 1 m und eine zu bearbeitende Fläche von Pi mal Daumen 85 x 1,05 m ungefähr. Damit entspricht er ziemlich genau meiner Reloaded. Das ist auch dem Ganzen geschuldet, dass ich Teile von der Reloaded direkt hier draufpacken kann zum Lasern. Jetzt stellen sich viele die Frage, warum macht er das? Er hat ja an seiner Reloaded, genau wie an der Adele hinter mir, auch einen Laser dran. Faulheit. Ich will nicht jetzt mal das Lasermodul wechseln. Außerdem, und das ist das, was ich jetzt aber wirklich nur spoilere, weil ich noch keinen blassen Dunst habe, ob es funktioniert oder nicht, habe ich mich per E-Mail mit ein paar Hongkongern unterhalten. Und die haben mir versichert, dass sie mir ein Lasermodul schicken können, was mindestens dreimal so stark sein soll wie der Neje 20 Watt Laser. Glaube ich nicht. Sag ich ganz ehrlich, glaube ich nicht. Hab da viel mit denen rumdiskutiert und ja, ich habe jetzt rein neugierig halber dieses Ding bestellt. Welches das ist und was es wirklich kann, das seht ihr in dem Moment und das wird wahrscheinlich Anfang Mitte Februar sein, wenn der ganze Kram hier fertig ist und das Modul schon bei mir angekommen ist, weil momentan ist es noch auf Reise. So, der Laser, der hier entsteht, muss dementsprechend schnell sein. Also eine Gravurgeschwindigkeit von mindestens 3000 mm pro Minute soll er schaffen. Das heißt, ich werde ihn bauen mit Riemenantrieb, logisch. Ich verwende etwas bessere NEMA 17 Motoren wie bei den normalen Lasern, die man so im Handel bekommt. Ich verwende ein LX Maker Mana SE Board, Netzteil, Riemen etc. pp, GT2 Riemen, 6 mm breit. Und im Gegensatz zur fetten Elke, die ja wirklich für gigantische Bauräume konzipiert war, wird dieser Laser nur aus 20er VNUT Profil bestehen und in der X-Achse aus 20x40 VNUT Profil. Ja. Jetzt habe ich ganz viel erzählt und auch recht wenig gesagt. Im Prinzip fangen wir jetzt an, die ersten Teile zu machen. Die ersten Teile werden aus Holz hergestellt. Im zweiten Gang wird dann Aluminium aufgelegt. Das macht dann die Adele für mich. Und dann fräse ich mir ein paar schöne Teile. Für alle, die Interesse an diesem Laser haben, meine Teile gibt es als DXF gratis. Wie gesagt, ich möchte keinen Profit damit machen. Wer mir danken will, ich habe da unten in der Videobeschreibung eine Amazon-Wunschliste verlinkt. Der darf mir gerne was schicken. Dafür danke ich auch schon mal jetzt, weil es kommt oft unbekannterweise an, da kann ich dann keinen namentlich nennen. Oder ich schreibe mir einen kurzen Text, was ihr mir schicken möchtet. So, jetzt machen wir einen Schnitzerfräse. Das ist wieder die wahrscheinlich einfach zu bauende Fräse der Welt. Das ist meine Reloaded. Und da liegt auch schon ein Stück Holz. So, genau. Nachdem ihr jetzt die Quatsche von mir ertragen musstet, geht es jetzt um die Fräse. Auf der Fräse liegt ein 15 mm dickes Stück Multiplexplatte oder zu altdeutsch Sperrholz. So, in meiner Tasche habe ich jetzt hier einen USB-Stick. Da sind die Dateien drauf, die ich brauche. Die schnipsel ich mal kurz an den Rechner. Und mache SD-Cam auf. Ist mein absolut bevorzugtes Programm, SD-Cam. Kennt ihr ja den Spaß, ne? Das heißt, ich muss jetzt erstmal den Nullpunkt suchen. Beim Nullpunkt selber ist es in dem Fall jetzt nicht so tragisch, wenn es mal ein Zehntel drunter ist oder drüber. Aber es soll klappen.
Ja, ihr wisst ja, ich habe hier eine Tastplatte, sprich ich arbeite mit dem Handrad. Das ist aber alles halb so wild. Gut, der Nullpunkt ist gesetzt. Den trage ich jetzt hier bei SDKM ein. Gleich klingelt's. Kling und fertig ist die Maus. So, jetzt wird es für euch wieder Musik geben. Für mich wird es laut, weil ich muss jetzt den Staubsauger anmachen und den ganzen Kram hier. Das macht alles einen heilen Lärm. Ihr hört Musik und guckt zu. Im Prinzip, was die Holzarbeiten angeht. Den Tisch habe ich. Diese kleinen Paletten werden als Tischbeine zweckentfremdet und die ausgelaserten, die ausgefrästen Teile, das ist ja eine spannende Kunst, hat ja auch viel mit Lasern zu tun im Prinzip. Ja, die ausgefrästen Teile, die zeige ich euch jetzt mal. Wie ich die verwende, kommt im Verlauf des Videos. Für alle die, die eine Fräse zu Hause haben, gefräst habe ich die guten Stücke mit einem 4 mm Einschneider mit 1100 mm pro Minute bei 12.000 Umdrehungen. Geht. Für so eine kleine 500 Watt Spindel ist das noch nicht ganz das obere Ende, aber nah dran. Ja, und hier sind die guten Teile zu sehen. Ich habe zum Beispiel noch nicht entgratet oder geschliffen oder sonst was. Die sind jetzt wirklich frisch aus der Fräse. Hier so eine kleine Unterstützungen für die 20 mm Schiene. Eine Aufnahme und im Prinzip eigentlich nur eine Unterstützung für die Enden des 20er V-Slot Profils. Ups, einer weniger. Und hier praktisch die Anfänge der Maschine. Wie ich das jetzt genau mache, da werdet ihr wohl dranbleiben müssen. Das seht ihr dann. Als nächstes werde ich jetzt auf meiner wunderschönen Adele, die ich vorher aber noch mal ein bisschen putzen und umbauen muss, die Aluteile fräsen, sprich die Wangen für den Laser links und rechts und die Motorplatte wie auch die Befestigungsplatte für den Laser selber. Dabei dient mir der Motor als Gegengewicht, um die Kräfte aufzunehmen, die vom Laser kommen. Nein, also die Gewichtskräfte. Ne? Ich möchte ja nicht alles an eine Seite hängen, wie es hier bei den Fräsen der Fall ist. Das traue ich diesen kleinen PU-Rollen nicht zu, dass sie da lange mitspielen. Dementsprechend wird der Motor auf die eine Seite des Portals gehangen. Ja, hier zum Beispiel. Ne? Wenn man es jetzt mal umrechnet auf den Fräser und auf der anderen Seite würde dann der Laser sitzen. Aber das kommt noch. Wie ihr seht, Adele und Aluminium, das ist eine Hassliebe. Wenn die Aluminium sieht, muss sie kaputt machen. Ich prügel jetzt die Teile raus. Diesmal habe ich ja mit Anbindungen gearbeitet. Meistens vergesse ich die. Ich muss erstmal abwarten, dass ein bisschen abgetropft ist. Ich hole die Teile jetzt mal da raus, wasche die ab
Und dann komme ich zurück zu euch. Ja, genau. So sieht das Ganze aus, nachdem es abgewaschen wurde. Und ja, ich meine wirklich abgewaschen. Ich verwende bei meiner Fräse Lebensmittel zum Kühlen und Schmieren. Und zwar Rizinus-Wassergemisch. So, ich habe hier noch nicht die Anbindungen abgemacht. Aber man kann erkennen, dieses hier wird die Halteplatte des Lasers. Da kommt natürlich eine Z-Achse dran. Ich hasse es wie der Teufel, einen Laser per Optik einzustellen. Finde ich total bekloppt. Ne? Z-Achse geht bei weitem schneller. So, dieses Stück ist dann praktisch auf der anderen Seite. Muss man sich so vorstellen. In der Mitte läuft dann das Profil, auf dem die Rollen laufen. Hier oben kommt ein Motor rein und da ist auch wieder eine Änderung gegenüber den im Handel erhältlichen. Denn ich kann meinen Motor hoch und runter bewegen. Sprich, ich muss nicht die GT2-Riemen, die ich auch verwenden werde, an den Befestigungspunkten spannen. Ich mache die an den Befestigungspunkten einfach fest, während der Motor in den unteren Lage liegt. Und dann schiebe ich den Motor hoch, bis das hier wirklich straff ist und dann knüppel ich den fest. Und das war's. Ja, und beim Seitenteil im Prinzip genau dasselbe. Hier oben wird ein 20x40 Profil drin sitzen. Da habe ich eine Tasche ausgefräst, damit das auch wirklich genau sitzt. Denn den beiden Löchern hier, den vertraue ich nicht. Ob ich da das Gewinde wirklich hundertprozentig gerade geschnitten habe oder nicht. Ja, durch die Tasche kann aber nichts verrutschen. Ja, auch hier wieder die Möglichkeit zu spannen. Ja, und wenn man das jetzt hier so sieht, hier unten läuft eine Reihe Rollen, also eine Rolle, und hier in der Höhe laufen zwei Rollen. Und das war es im Prinzip auch schon. Ich sag mal, diese Laser, ganz ehrlich, sieht man überall. Bei Amazon und eBay, wie sie alle heißen mögen. Ist alles überhaupt kein Hexenwerk. Ist halt nur ein klein wenig anders, weil ich selber baue, aber das war es dann auch. Da ist der Fantasie eigentlich wenig Grenzen gesetzt. Und ihr habt gesehen, sowohl Aluminium als auch Holz kann man mit meinen Fräsen bearbeiten. Mit dieser hier, ne, habe ich auch schon Aluminium gefräst, Testtreiber. Ups, die nehmen wir mal weg. Ja, und selbst die hat Aluminium gebracht. Ist halt nur ärgerlich, da man keinen Schmierkreislauf hat, dass man da mit einer Spraydose daneben stehen muss und alles voll jauchen muss. Und dafür habe ich dann die. So. Das war jetzt allerdings noch nicht das Ende des Videos, ist ja logisch. Wir haben ja immer noch keine VV-Einheit. Sprich, als nächstes werde ich die CNC-Profile mittels der Holzhalterung auf den Tisch bringen, anschließend die X-Achse bauen. Die Z-Achse muss ich noch konstruieren, soweit war ich noch gar nicht. Deswegen habe ich hier auch Langlöcher und Rundlöcher gemacht, damit ich mehr Spielraum habe. Weil ich noch nicht hundertprozentig weiß, wie ich das machen will. Aber das seht ihr gleich, wie ich das mache. Denn ich mache zwar für heute Feierabend, aber das Video. Ja, und nachdem wir das jetzt alles ausgefräst haben, ne, war auch der Postbote mittlerweile ganz fleißig. Das hier sind alles Projekte, die ich noch nicht fertig machen kann, weil ich Baumärkte zu habe. Aber der Laser gehört nicht dazu. Heute kamen zum Beispiel diese wunderschönen CNC-Profile. Das sind in meinem Fall 20x20 und 20x40. Dann kam heute noch, und da habe ich auch gleich einen Umbau dran gemacht, diese wunderschöne Pumpe, von der ich absolut begeistert bin. Hier vorne ist, ich sage mal, ich schätze ein 4 oder 5 mm Loch drin. Wenn ich die anmache und halte meine Hand davor, sieht man, wie die Luft eine Beule in meine Haut drückt. Also da kommt ordentlich was raus. Und das hier wird der neue Air-Assist. Und was mir an dieser Pumpe noch am allerbesten gefällt, die hat auch eine Ansaugseite. Als Unterdruckpumpe, nicht der Rede wert, aber für die Werkstatt, man kann einen Filter drauf bauen. Und das relativ einfach. Das hier ist ein Lupia Aquarienfilter, kriegt man in jeder Zuhandlung. Das Stück Schlauch war dabei. Dummerweise passt das Stück Schlauch aber nur auf den Auslass und nicht auf den Einlass. So, dann habe ich hier noch ein paar andere Projekte. Hier sind zum Beispiel die Räder für den Laser, der Riemen für den Laser, Lutensteine, nicht für den Laser. Das Netzteil für den Laser. Ach, hier ist ein Haufen Kram. So, und jetzt zeige ich euch erstmal die Verfahreinheit X. Die habe ich nämlich schon fast fertig. So, ich hoffe, man kann es erkennen. Das hier ist meine Verfahreinheit X. Diese Teile habt ihr gesehen, wie ich sie gefräst habe. Ne? Die sind jetzt einfach nur mit zwei Schrauben hier durchgeballert, damit das Portal auch wirklich passend ist. Und nicht hier eventuell durch, ja, wie soll ich sagen,
ungünstig konstruierte Schrauben. Ja, weil Schrauben sind ja im Normalfall immer ein kleines bisschen kleiner wie das Loch, wo man sie reinsteckt. Ne? Damit das aber wirklich hundertprozentig passt, habe ich hier, das habt ihr ja gesehen beim Fräsen, ist jetzt natürlich sehr schlecht zu erkennen, weil auch das Aluminium so doof reflektiert. Besser? Ja. Habe ich hier ja die Tasche reingefräst. Ne? Da sitzt das Ding drin wie eine Bombe. So. Wie gesagt, sind hier auch Langlöcher drin, um den Motor später einstellen zu können auf die passende Riemenspannung. Das olle Ding hier läuft sehr sauber. Momentan ist es vielleicht noch ein bisschen zu viel gespannt. Das heißt vielleicht, es ist noch zu viel gespannt. Aber ich gehe davon aus, dass die Farbe hier von dem ollen Portal sich eh bald auflösen wird und dann geht das von leicht. Auch in dem mittleren Teil habe ich ein Langloch rein drin, um den Riemen zu spannen. Ja, ich habe sowohl die Möglichkeit, durch den Riemen, durch den Kanal hier oben zu führen, über diese Rollen, als Umlenkrollen dann. Ich könnte aber auch, und dafür habe ich die beiden Löcher hier gemacht, Umlenkrollen richtig verwenden. Ich glaube, ich nehme echte Umlenkrollen. Ich bin mir noch nicht sicher. Auf der Vorderseite habe ich hier Langlöcher und normale Löcher gemacht für die universelle Montage. Da muss natürlich noch eine Z-Einheit dran, hoch und runter. Weil ich möchte ja meinen Laser nicht mit dem Fokus einstellen. Ja, und im Prinzip wird es nicht viel anders hier sein. Hier kommen, ich hoffe ihr könnt sehen, weil ich habe kein Display nach vorne an der Kamera. Hier kommen die Rollen rein, 3 Stück an der Zahl und dann läuft das Ganze auch auf einer Schiene. Und die Schienenhalter, das sind die Holzstücken, die ich hier gebaut habe. Aber dazu kommen wir später. Denn jetzt ist es erstmal Zeit für meinen Livestream. Der fängt in ein paar Minuten an. Ich hoffe, ihr wart dabei. Nachdem wir jetzt unsere XVV-Einheit fertig haben, ja, geht es jetzt darum, hier auf diese Platte die Y-Schienen aufzuschrauben. Das werden diese hier. Wie man sieht, habe ich am Ende bereits auf jedem ein Stück aufgeschoben. Die sind schön presspassig, das ist schön. Ich habe allerdings hier hinten trotzdem noch ein Loch drin, um sie anschließend zu verschrauben. Des Weiteren werde ich jetzt hier unten noch einfach bohren jeweils, um die Teile dann an der Platte zu verschrauben. Da werde ich aber sicherheitshalber auch noch Leim mit dazu nehmen, damit hier auch nichts ins Schwingen kommt. Ne? So, die Platte seht ihr hier vor mir. Der Laser war eigentlich geplant als 1,20 Meter mal 1 Meter. Leider kamen die Teile hier als Fehllieferung bei mir an. Die sind nur 1 Meter lang. Gut, mit Zitronen gehandelt. Ich warte jetzt nicht auf neues Material, was wieder im Monat unterwegs ist. In dem Fall werde ich jetzt den Laser auch nur 1 Meter mal 1 Meter bauen. Habe dann auf der einen Seite halt ein bisschen Platz. Ich vermute mal, da werde ich dann gleich schön angeordnet die ganze Elektrik verunterbringen, inklusive des Air Assist. Für den Air Assist habe ich bereits hier eine Pumpe zu liegen, zu der komme ich dann noch später. Die habe ich schon ausprobiert, die ist geil. Ja, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Zunächst mal werde ich jetzt hier überall Löcher reinbohren, um die Teile ordentlich zu verschrauben. Aber das seht ihr gleich. Und wie ihr seht, ist die Werkstatt ganz schön klein geworden. Aber der Laser bleibt ja auch nicht hier, der kommt ja in meine alte Werkstatt. So, Kinders, hier seht ihr jetzt meine erste fertige Y-Achse. Ja, ist ja im Prinzip, ups, ganz logisch, wie das funktioniert. Ne? Hier kommen nachher die Rollen rein und dann läuft der Spaß hier auf den Rollen und fertig. Dadurch, dass das ganze Ding hier in sich jetzt breiter werden darf, werde ich natürlich die Rollen jetzt nach außen anschrauben. Wäre ich ja doof, wenn ich es nicht machen würde. Ne? Und ihr seht, die zweite ist auch schon fertig. Die habe ich jetzt hier zusammengeschraubt. Ich verkleinere mal ein bisschen. Aber so ist das halt, wenn man Prototypen baut. Ne? Und nach dem nächsten Schnitt, würde ich mal schätzen, werden wir das Portal auf die beiden Schienen der Y-Achse setzen, dann kann ich natürlich die Y-Achse auch richtig ausrichten, denn jetzt die nach Maß auszurichten, wäre in meinem Fall Blödsinn. Ich habe hier genug Platz zum Improvisieren, um das an dieses Gerät anzupassen, also nutze ich den Platz auch. Ich fange auf der festen Seite an, nehme das feste Maß, was ich habe, baue das auf
Und erst zum Schluss, wenn die Maße alle passen, dann schraube ich das Ding hier an. In meinem Fall wird es auch noch mit Tropfen Holzleim links und rechts jeweils gesichert, damit auch wirklich nichts wackeln und vibrieren kann. Und dann werden wir weitersehen. In diesem Sinne. So geht es. Wie ihr seht, war ich in der letzten Stunde fleißig. Lag daran, dass es so lange gedauert hat, dass ich hier die Schrauben leider selber machen musste, weil ich einfach mal keine mehr hatte. Gott sei Dank aber ein paar lange Bolzen gefunden habe und dementsprechend wurde aus den Bolzen mal schnell eine Schraube gebaut. Ihr seht, die Schiene war vorhin schon dran. Die Schiene im Hintergrund ist jetzt auch fertig. Und wenn ich das gute Stück jetzt hier anfasse, und da muss man ganz besonders drauf achten, wir haben ja jetzt hier eine quadratische Grundfläche mehr oder weniger. Ne? Wenn ich den hier oben habe, sollte er ohne Spannung auch da oben bleiben. Und zwar am Anschlag auf beiden Seiten. Und wenn ich den jetzt hier runterziehe, muss er A sauber laufen und B muss er auch hier unten immer auf beiden Seiten auf Spannung bleiben. Auf Anschlag. Sollte der sich von alleine in irgendeine Richtung ziehen wollen, so ist eine der beiden Schienen schräg. Aber das ist alles jetzt nicht tragisch, jetzt haben wir es geschafft. Die Konstruktion ist für eine Fräse natürlich völlig untauglich, denn man sieht, das Ganze kann sich bewegen. Das schreit im Prinzip nach einer Zwangssynchronisation. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich das mache oder ob ich das lasse. Im Prinzip habe ich mit zwei Motoren bis jetzt noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Bei meinen Fräsen laufen ja auch zwei Motoren und nur bei der Adele habe ich die Motoren zwangssynchronisiert. Bei der kleinen Reloaded hier oben. Das ist übrigens auch die Fräse, mit denen ich die Holzteile gemacht habe. Habt ihr ja vorhin schon gesehen. Bei der ist es zum Beispiel so, dass ich die Riemen nicht zwangssynchronisiert habe. Und ganz im Ernst, ich habe bis jetzt damit noch nie Probleme gehabt. Naja, ich sag mal so, ich teste ja viel und mache viel Blödsinn. Vielleicht baue ich es jetzt auch erstmal so und sehe, ob das dann mit Zwangssynchronisation hinhaut oder nicht. Wir werden es merken. Und in diesem Sinne werde ich jetzt mich um die Motoren kümmern. Immerhin soll ja... Aha, schlechter Kamerawinkel. Moment. Immerhin soll ja hier noch ein Motor rein, ne? Mit passenden Umlenkrollen. Und hier natürlich auch. Ne? Da werde ich mich jetzt mit beschäftigen. Und ich denke mal, dann ist der erste Probelauf nicht so mehr weit. Und so sieht praktisch meine Kreuzplatte aus. Hier vorne wird natürlich noch eine... Entschuldigung, dass es so wackelt. Ich habe euch gerade in der Hand. Das ist nicht gerade optimal. Ja, hier vorne kommt natürlich noch eine Z-Achse dran. Manuell. Um den Laser hoch und runter zu fahren. Weil ich habe absolut keinen Bock, immer an der Optik rumzubauen. Ja, und wenn ihr mal schauen möchtet. Es wird jetzt ein kleines bisschen wackeln. Aber damit müsst ihr jetzt mal leben. Der Riemen ist auch schon dran. Ja, hier habe ich halt ein Langloch gelassen. Einfach einen Bolzen in eine Schlaufe gelegt. Und von der anderen Seite ein Kabelbinder dran, der die beiden Teile miteinander verbindet. Ich sage mal, selbst ohne Kabelbinder kann das eigentlich nicht durchrutschen. Aber ich habe da einfach ein besseres Gefühl. So, dann geht der Riemen hier rüber zu dem typischen Omega Drive. Man sieht, ich brauchte nicht allzu viel Spannen, das ging recht gut. Jetzt machen wir das Ganze noch an den beiden Y-Achsen und dann ist die Mechanik prinzipiell durch. Wenn es im realen Leben genauso schnell gehen würde. Die Y-Achse ist auch fertig, sowohl vorne als auch hinten. Die Motoren sind dran. Auch hier habe ich wieder das Stativ im Weg. Dieselbe Lösung mit den Bolzen und den Kabelbindern gewählt. Auch wieder der übliche Omega Drive mit verstellbarem Motorhalter. Ja, den kann man hier recht gut sehen. Es ist im Prinzip ganz easy, es sind einfach nur Langlöcher. Und wenn ich eben der Meinung bin, der Riemen ist zu schlaff, drücke ich den Motor nach oben, ziehe die Schrauben fest. Fertig. Ja. Man kann natürlich jetzt auch noch Automatikspanner extra einsetzen. Mache ich ganz gerne, um zu sehen, ob der Riemen Spannung verliert. Da die ja ihren Winkel verändern, die ziehen sich ja zusammen, ähnlich wie eine Wäscheklammerfeder. Und ja, dann sieht man auf den ersten Blick gleich, wenn man zur Maschine kommt, ist der Riemen noch straff oder nicht? Oder der Riemen hier? Ja, ihr seht, das ist jetzt gar kein Hexenwerk. Das ganze Ding ist innerhalb weniger Stunden zusammengebaut. Ich möchte mal sagen, das längste ist, was dauert, ist der Tisch.
bis da der Leim getrocknet ist, das dauert eine Weile. Ansonsten ist eigentlich alles keine Raketenwissenschaft. Das Thema Steuerung werde ich wohl oder übel, denke ich mal, später machen müssen, da ich momentan absolut kein Kabel habe. So, und jetzt kommt der Papa mal ins Bild. So. Ja, wie gesagt, das Ding an sich ist kein Hexenwerk. Es ist natürlich in dem Fall entweder ein 3D-Drucker oder eine Fräse vonnöten, um die Teile anzufertigen. In meinem Fall sind die jetzt aus Aluminium und aus Holz. Man kann die natürlich auch ohne weiteres mit einem 3D-Drucker machen. Besonders teuer ist das jetzt auch nicht. Wer zum Beispiel einen kleinen Laser schon zu Hause hat und den einfach nur vergrößern möchte, kann einfach nur diese Profile kaufen. Den Rest hat er ja eh schon, ne? Ja, zum Thema Elektrik, wie gesagt, kann ich jetzt nichts machen. Ich habe einfach noch kein Kabel da. Das werde ich jetzt bei Amazon schnell mal bestellen. Und dann geht es mit der Elektrik weiter. Ansonsten ist das Ding jetzt hier im Prinzip fertig. Welcher Laser da dran kommt, das bleibt doch mein Geheimnis. Weil das ein absolut unbeleckter Laser ist, über den es im Netz noch gar nicht zu finden gibt. Wir haben gesucht wie die Verrückten, um zu schauen, ob wir irgendwas darüber finden, ob die Angaben auch nur in die Nähe von dem kommen, was der Hersteller verspricht. Ich habe das Ding jetzt einfach mal bestellt, auf meine Kasse natürlich. Ich habe weder Partnerprogramme, noch mache ich Werbung. Sollte das Ding was taugen, oder sollte es noch nichts taugen, ihr werdet es dann sehen. Wie gesagt, die Z-Achse kannst du anbauen, wenn ich den Laser da habe. Ansonsten sind wir jetzt soweit erstmal durch. Wer jetzt denkt, in meiner Werkstatt ist es verdammt eng, ja, ist es. Das Ding hier kommt auch in meine alte Werkstatt. Da werde ich mir so einen reinen Laserpunkt einrichten, wo ich dann halt mit dem guten Schnitt arbeiten kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ja, das erste Video im Jahr. Ein schönes 2021, bleibt gesund, lasst die Werkzeuge glühen und verwirklicht alle eure Träume und eure Projekte. Und wer Hilfe braucht oder Anregungen, einfach mal bei mir reingucken. In diesem Sinne, macht's mit, macht's nach und macht's besser wie ich.